Willkommen zurück. Wir sind beim technischen Fachwirt und wir beschäftigen uns mit der Frage, welche Fächer muss der technische Fachwirt bewältigen, um technischer Fachwirt oder technische Fachwirtin zu werden und wie schwer sind diese Fächer? Und wir beleuchten den ersten Teil. Es gibt noch drei weitere Teile, die ich jetzt nicht mehr aufführen möchte. Das habe ich in anderen Videos getan. Wirtschaftsbezogene Qualifikation heißt dieser erste Teil. Und dieser erste Teil besteht aus vier Fächern. Das erste Fach ist VWL, BWL. Das zweite Fach ist Rechnungswesen. Wenn Sie das interessiert in Ergänzung zu diesem Video, dann schauen Sie, ich glaube, das haben wir in technischer Fachwirt, welche Fächer wie schwer, Teil 2 besprochen. Das zweite Fach Rechnungswesen haben wir besprochen in Teil 3. Und jetzt sind wir bei technischer Betriebswirt. Nein, Entschuldigung, technischer Fachwirt, technischer Fachwirt. Welche Fächer, wie schwer? Teil 4 dieser Serie bezieht sich auf das dritte Fach hier, Recht und Steuern. Und das vierte Fach, nur um der Vollständigkeit hier zu gehorchen, heißt Unternehmensführung und das ist dann natürlich Gegenstand von Teil 5 dieser Serie. Hier geht es also um Recht und Steuern. Technischer Fachwirt, wirtschaftsbezogene Qualifikation, drittes Fach, Recht und Steuern. Das ist die Struktur. So, jetzt wissen wir, welche Fächer. Jetzt kommt die Antwort auf die Frage, wie schwer ist das? So, jetzt wissen wir die Fächer und jetzt kommt die Antwort auf die Frage, wie schwer ist das? Und was wir zunächst einmal sehen, hier sind im Grunde zwei Fächer. Einmal das Fach Recht und zum Zweiten das Fach Steuern. Und beide Fächer sind natürlich, wenn man die Begriffe einfach so nimmt, sehr, 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 sehr umfangreich. Ja, Recht, das ist ja im Prinzip dann unser ganzes Rechtssystem. Das sind, ich weiß nicht, wie viele Gesetze und Verordnungen und ich weiß nicht, was noch alles. Und Steuern, das deutsche Steuerrecht, gilt als eines der kompliziertesten weltweit. Das heißt, wenn man nur die Begriffe hört, dann denkt man zunächst mal, du lieber Himmel. Und deswegen müssen wir uns zunächst mal klar machen, bei Steuern geht es ausschließlich um die Grundstrukturen des Steuersystems und nicht um Feinheiten der einzelnen Steuerarten oder sagen wir nur bis zu einem gewissen Grad. Ja, und es geht auf gar keinen Fall darum, dass Sie hier zum Steuerberater ausgebildet werden, sondern Steuern wird beleuchtet aus unternehmerischer Sicht. Ja, das vierte heißt ja hier auch Unternehmensführung. Ja, und warum haben Sie hier ein Fach Unternehmensführung? Weil der technische Fachwirt letztlich eine Station ist auf einem Weg zu einer Führungsposition. Und da hat man natürlich auch mit Steuern zu tun, weil das Unternehmen diese Steuern bezahlen muss. Also aus unternehmerischer Sicht, wird das Gebiet Steuern beleuchtet? Welche Steuerarten gibt es? Wie ist die Dynamik dieser Steuerarten? Welche Steuerarten muss das Unternehmen bezahlen? Aha, das ist von der Rechtsform abhängig. Interessant. Aha. Ja, also wenn ich eine GmbH gründe, dann bin ich steuerlich möglicherweise in einer anderen Rubrik, als wenn ich eine OHG gründe, also Kapitalgesellschaft und Personengesellschaft. Interessant, ja. Also diese Dinge. Aus unternehmerischer Sicht wird das Thema Steuern beleuchtet mit Schwerpunkt auf den Grundstrukturen. Die einfachste Grundstruktur, die ist nur, um ein Beispiel zu geben, in unserem Steuerrecht, ist die Unterteilung in direkte Steuern und indirekte Steuern.
Ja, das ist eine sehr einfache, manche sagen zu einfache Unterteilung, aber nur, dass Sie verstehen, was hier mit Grundstrukturen gemeint ist. Und eine direkte Steuer ist zum Beispiel die Einkommensteuer. Und die wichtigste indirekte Steuer ist die Umsatzsteuer. Ja, und warum indirekt? Weil man sie indirekt bezahlt als Endverbraucher, nur als Endverbraucher, dadurch, dass man sich was kauft. Da ist Umsatzsteuer mit dabei, die bekommt aber nicht der Unternehmer. Das wäre die unternehmerische Sicht. Aha, ich bekomme aus der Umsatzsteuer einen Liquiditätszufluss, den muss ich aber wieder abgeben ans Finanzamt. Muss ich alles abgeben? Nein, ich kann das gegenrechnen, was ich selber als Umsatzsteuer bezahlt habe. Das sind die Dinge, die man hier zum Gebiet Steuern wissen sollte. Kommen wir zum Gebiet Recht. Sie wissen, dass ich hier bei erstens VWL, BWL und hier bei zweitens Rechnungswesen eine Unterscheidung gemacht habe in Laberfach und Rechenfach oder auch weiches Fach und hartes Fach. Dieses Gebiet hier, drittens Recht und Steuern, ist ein hartes Fach, aber kein Rechenfach. Das Gebiet Recht spielt also hier in der Betriebswirtschaftslehre eine Sonderrolle. Wir kriegen es nicht in die übliche Kategorie eingeordnet, entweder labern oder rechnen, sondern das ist eine Ausnahme hier. Es ist ein hartes Fach, aber nicht, weil man hier rechnen muss, denn die Juristen rechnen nicht. Es ist ein hartes Fach deswegen, weil man bei Recht logisch und strukturiert ein Ergebnis ableiten muss. Es geht hier im weitesten Sinne um logische Disziplin und deswegen ist es ein hartes Fach. Bei einem Laberfach müssen Sie nicht so logisch und diszipliniert und strukturiert sein wie bei diesem Fach. Hier ist die Abgrenzung. Ja? So, also logisch strukturiert ein Ergebnis ableiten. Meistens anhand eines einfachen Falls. Man kann Fälle sehr umfangreich gestalten, sodass auch die Lösungen umfangreich sind und man kann Fälle einfach halten. Hier sind die Fälle, die uns hier in der Prüfung erwarten, einfach gehalten. Ich will Ihnen mal zeigen, technischer Fachwirt, drittes Gebiet, Recht und Steuern. Will Ihnen mal kurz skizzieren, welche Gebiete hier eine Rolle spielen, welche Rechtsgebiete. Da ist zunächst mal unser bürgerliches Gesetzbuch. Das bürgerliche Gesetzbuch ist, so kann man sagen, in unserem Land das Gesetzbuch, das die üblichen Dinge im Umgang miteinander in einer Gesellschaft regelt. Es besteht aus 5 Büchern und hier sind relevant das erste Buch, das zweite Buch und das dritte Buch. Ich will Sie hier nicht schon mit Details langweilen. Das erste Buch ist der allgemeine Teil, das zweite Buch das Schuldrecht und das dritte Buch ist das Sachenrecht. Oder vornehmer gesagt, Recht der Schuldverhältnisse und das Sachenrecht. Diese 3 Bücher waren schon immer für Sie in Ihrem Leben relevant, zum Beispiel wenn Sie was gekauft haben. Ja, im allgemeinen Teil steht zum Beispiel, ob Sie geschäftsfähig sind und ab wann Sie geschäftsfähig sind. Schuldrecht ist die Verpflichtung. Der eine verpflichtet sich zu zahlen, der andere verpflichtet sich, die Sache zu liefern. Und das Sachenrecht regelt dann den Übergang der Sachen. Das kennen Sie in gewisser Weise schon. Manchmal ist hier aber das didaktische Problem, dass die Leute falsche Vorstellungen haben. Ja, da muss man so ein bisschen eher entlernen als lernen. Hier empfehle ich eine gewisse Offenheit und nicht zu glauben, was jemand an irgendeiner Theke erzählt hat, dass das unbedingt richtig ist. Das zweite Gebiet ist das Wettbewerbsrecht. Im Wettbewerbsrecht geht es im Wesentlichen um das UWG. Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
und das GWB, das man auch Kartellgesetz nennt, das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Hier sollte man sich strukturell grundsätzlich auskennen. Das UWG kann, und ich sagte ja, wir beleuchten das Ganze aus unternehmerischer Sicht, auch das Gebiet Recht, ja, deswegen diese Auswahl hier, weil das die Rechtsgebiete sind, die der Unternehmer braucht. Das UWG äußert sich im Alltag durchaus gerne mal mit Abmahnungen. Und spätestens dann sollte ein Unternehmer wenigstens so grob wissen, worum es hier geht und was er nun tun muss. Natürlich muss man sich ab einem bestimmten Schwierigkeitsgrad oder auch ab einer bestimmten finanziellen Dimension, muss man sich hier anwaltliche Hilfe holen in der Praxis. Ja, es ist nicht so, dass wir durch das, was wir hier lernen, den Anwalt ersetzen wollen. Das ist gar nicht unsere Aufgabe. Ja, aber wir sollten so grob wissen, wo wir jetzt sind, und auch schon, damit wir einen richtigen Anwalt auswählen können, sollten wir wissen, welches Gebiet hier betroffen ist. Dann das Handels- und Gesellschaftsrecht. Im Handelsrecht geht es im Wesentlichen um die Kaufmannseigenschaft. Wann ist man Kaufmann? Wenn man Kaufmann ist, hat man gewisse Verpflichtungen, die man als Nicht-Kaufmann nicht hat. Das sollte also ein Unternehmer wissen. Handelt er als Kaufmann oder handelt er als Geschäftsführer eines Kaufmanns? Ja, eine GmbH ist automatisch Kaufmann. Und Gesellschaftsrecht, habe ich auch schon kurz angesprochen, hat eine ganz klare Beziehung zu unserem Steuerrecht. Bin ich eine Personengesellschaft? Bin ich eine Kapitalgesellschaft? Das hat zu tun mit dem Gebiet Haftung und es hat zu tun mit dem Gebiet Steuer. Nicht nur, aber das sind wesentliche Gebiete hier. Und auch das sollte man wissen. Sie sehen, es geht hier auch mal wieder um strukturelle Einordnung. Wo bin ich? Und was muss ich als Unternehmer wissen, um hier einigermaßen sicher auftreten zu können? Und das letzte Gebiet hier ist das Gebiet Arbeitsrecht. Denn Unternehmer sein bedeutet in vielen Fällen eben auch Mitarbeiter zu haben im Sinne von Angestellten nach unserem Arbeitsrecht. Und auch hier muss man einfach wissen, welche Rechte hat der Arbeitnehmer, welche Rechte hat der Arbeitgeber. Es geht hier im Wesentlichen beim Arbeitsrecht, ich skizziere es nur mal ganz kurz, ohne es hinzuschreiben, oder ich deute es nur an, es geht um den Arbeitsvertrag, es geht um das Thema Urlaub und es geht um das große Thema Kündigung. Ja, das sind wesentliche Dinge, wo es auch sehr oft zu Konflikten kommen kann oder wo Konflikte, die schon da sind, an die Oberfläche kommen, und hier muss man sich entsprechend auskennen. Also, wenn Sie jetzt von mir eine Einteilung erwarten, ich habe das ja hier genannt, welche Fächer wie schwer, dann würde ich dieses Gebiet Recht und Steuern bei den schwierigeren Fächern einordnen. Wenn wir so eine Skala machen von 0 ganz einfach und 10 sehr schwer, würde ich hier eine 7 geben. Ja, und noch wichtiger als beim Gebiet Rechnungswesen ist hier, dass Sie gutes Lernmaterial haben und einen guten Lehrer haben. Das ist hier noch wichtiger. Und hier ist eine große Gefahr, weil nämlich hier Weiterbildungsträger gerne, weil sie da lesen Recht, dann holen sich einen Anwalt, der auch nebenbei gerne mal so ein bisschen unterrichtet. Und wenn Sie hier lesen Steuern, dann holen Sie sich einen Steuerberater. So, und dann wird den armen Lernenden, die technischer Fachwirt werden wollen, wochenlang werden den Feinheiten aus dem Steuerrecht um die Ohren gehauen. Ich habe erlebt, dass hier Steuerberater in den Unterricht gekommen sind, die haben nicht geguckt, was steht da laut Rahmenplan? Die haben einfach ihre Steuerunterlagen von ihrem Steuerberaterexamen da wieder ausgepackt, das alles kopiert und mit den Leuten da diese Sachen behandelt. Ja? Und bei Recht kann es Ihnen sehr leicht passieren, dass der Anwalt eine Sprache spricht, die der angehende technische Fachwirt überhaupt nicht versteht. Ja, die Juristen sind in gewisser Weise in einer eigenen Welt.
Und der Anwalt setzt oft bei dem anderen gewisse Grunddinge voraus, die der andere eben gar nicht hat. Deswegen sitzt er da, um das zu lernen. Und das ist etwas, was viele Weiterbildungsträger nicht verstehen, dass sie hier jemanden aussuchen müssen, der gut unterrichten kann. Sowohl und der sich darum kümmert, was wirklich zu vermitteln ist. Ja, und nicht, dass er da irgendwelche Steuersachen macht, die der technische Fachwirt überhaupt nicht verarbeiten kann und die in der Prüfung auch überhaupt nicht braucht. Ja, also dieses Fach Recht und Steuern ist von den vier Fächern Wirtschaftssoziale Qualifikation vielleicht das Schwierigste. Ich würde Rechnungswesen würde ich eine 6 geben und VWL würde ich eine 3 bis 4 geben. Sagen wir mal eine 4. Ja, das wäre so die Einstufung. Wobei ich mich weitestgehend bemühe, aus Sicht des Lernenden, aus Sicht des Technikern hier, des Technikers hier zu denken. Ja, nicht meine Sicht, sondern aus Sicht des Lernenden und aus meiner Erfahrung, die ich halt mit Technikern gemacht habe über viele, viele Jahre. Okay, das war's. Wir sehen uns im nächsten Teil und da geht's um Unternehmensführung. Alles Gute, Marius Ebert.